Die Duisburger Polizei und die Sparkasse veröffentlichen eine neue Broschüre zum Schutz vor Trickdiebstahl. Klüger gegen Betrüger soll vor Betrügereien an Senioren warnen und Präventionsmaßnahmen aufklären. Trickbetrüger nutzen raffinierte Maschen, um Menschen um ihr Geld zu bringen. Oft agieren sie am Telefon und im Ausland. Die Broschüre ist in Sparkassenfilialen und bei der Polizei erhältlich, um Bürger vor Betrug zu warnen. Auch die Duisburger Sparkasse betont die Sicherheit der Kundengelder und unterstützt den Schutz gegen Betrüger. Die Deutsche Bahn erneuert 6500 Meter Gleise für den Nahverkehr zwischen Düsseldorf-Unterrad und Duisburg Hauptbahnhof. Vom 12. April bis 10. Mai werden 11.000 Schwellen und 23.000 Tonnen Schotter ausgetauscht. Die Modernisierung folgt den aktuellen Bauarbeiten zwischen Essen und Düsseldorf. Die Baumaßnahmen beeinflussen die Nahverkehrslinien S1, RE2, 3, 6, 11 und RE19. Die Fahrplanänderungen sind auch online und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Betriebsräte in Duisburg können sich für den Deutschen Betriebsrätepreis 2024 bewerben. Die Gewerkschaft IG Bau ruft engagierte Betriebsräte auf, sich zu bewerben, um Vorzeigeprojekte auszuzeichnen. Betriebsräte sind wichtige Verbindung zwischen Chefetage und Belegschaft, betont Carina Pfau von IG Bau Duisburg-Niederrhein. Der Preis wird im November verliehen, unter der Schirmherrschaft von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Die IG Bau unterstützt Betriebsräte bei der Bewerbung. Einsendeschluss ist der 30. April.